Hallo werte Sammler und Sammlerinnen, mein Name ist Alex Arkasnack und ich grüße euch herzlich zu diesem neuen Manga-Ersteindruck. Nachdem wir gestern ein bisschen Girls Love hatten, geht's heute mal mehr in die Richtung Special und zwar mit Weekly Shonen Hitman, das neue Werk von Seo Kuji, tatsächlich das erste Mal, dass wir von ihm ein Werk auf Deutsch kriegen, soweit ich weiß. Und ja, ich war ein bisschen vorsichtig bei Seo Kuji. Aber trotzdem auch irgendwo gespannt, denn hierbei dreht es sich um Mangaka, Redakteure und Co. Und ja, worum es genauer geht, klären wir nämlich jetzt erstmal. Im Mittelpunkt steht Ryunosuke, dessen großer Traum es ist, als Redakteur für ein Manga-Magazin zu arbeiten. Und dieser Traum wird auch eines Tages wahr, so fängt er nun brandneu an beim Weekly Shonen Magazine. Und ja, bei seinem Vorstellungsgespräch hatte eine Mitkonkurrentin gemeint, dass ihr Manga sehr, sehr toll wäre und die hat sich nun daraufhin entschieden, sie möchte doch Mangaka werden und sie wird dementsprechend auch nun die erste Mangakerin sein, die Ryunosuke vertritt. Allerdings, die meisten anderen Kollegen meinen so, schlechter Zeichenstil, Niete. Und nun möchte er eben aus ihr die größte Mangaka Japans machen. Und ja, ich habe es ja eben schon angedeutet, ich war ein bisschen vorsichtig, weil Seo Kuji ist dafür bekannt, sehr viel Drama zu machen. Und zwar nicht unbedingt in dem Sinne, wie ich es mache, sehr viel Beziehungsdrama oft. Oder einfach sehr, sehr asoziale Twists. Ich sage nur Fuka. Aber trotzdem war ich halt gespannt. Eben weil ich diese Thematik mit Redakteure und Mangaka eigentlich sehr cool finde. Und was soll ich sagen? Mir hat Band 1 von Weekly Shonen Hitman richtig gut gefallen. Also wirklich deutlich besser gefallen, als ich es überhaupt gedacht hätte. Um ehrlich zu sein, fand ich den ersten Band von Weekly Shonen Hitman zum Beispiel sogar besser als den ersten Band von Bakuman, was ja als das Magnum Opus gilt, wenn es um Manga, so um Mangaka in einem Manga dreht. Und ja, was ist dann so toll? Zum einen finde ich einfach die Herangehensweise hier sehr interessant, weil ich sag mal so, Manga über Mangaka gibt es inzwischen durchaus einige, sei es im Shoujo-Segment, sei es im Shonen-Segment. Allerdings Redakteure ist nochmal was ganz anderes. Das sieht man viel zu wenig oder höchstens hier mal so nebenbei. Dazu finde ich es auch einfach sehr interessant, dass hier halt auch nichts glorifiziert wird, sondern dass gesagt wird, Weekly Shonen Magazine, ja, bestes Magazin überhaupt, blablabla. Nein, hier wird einfach von Anfang an klar gemacht, ja gut, der Chef, der ist ganz cool, aber zum Beispiel der eine da ist irgendwie ein Arsch, aber er hat halt trotzdem Talent. Es wird halt einfach von Anfang an direkt klar gemacht, es dreht sich nicht darum, einfach nur tolle Manga zu machen, sondern es dreht sich vor allem um eins, Money. So steht bei jedem Charakter, der vorgestellt wird, wie viele Bände er schon verkauft hat. Also wie viele Bände sich der Reihe, die er betreut, verkauft haben. Und da ist Ryunosuke eben noch ganz unten mit, naja, null. Und ich muss sagen, ich mag Ryunosuke, weil man merkt von Anfang an, er brennt richtig für diesen Job. Und es wird auch relativ schnell klar, er hat halt auch ein Talent dafür und zwar, er hat das Talent, den Kern einer guten Serie direkt zu erkennen. Und das mag ich, weil ich finde, das ist zum einen nachvollziehbar. Ich meine, viele Leute, also man kennt es, man liest einen Manga und es gibt immer so gewisse Szenen, die bleiben einem in Erinnerung. Und diese Szenen einfach auch wirklich so direkt nennen zu können, ist ein gutes Talent und das finde ich einfach eine sehr coole Herangehensweise. Aber auch die unterschiedlichen Herangehensweisen, wie zum Beispiel eben von dem Konkurrenten, der als der super-duper Redakteur gilt, der halt einfach sagt, nein, Artstyle ist nicht gut, nein, absagen. Also sehr kalt, so ziemlich, aber eben sehr, also halt sehr berechnend, aber naja, er mag so gesehen wie ein Arsch rüberkommen, aber er bringt halt Resultate rein und das finde ich sehr cool. Weil dazu gibt es auch noch einige Witze in dem Manga, die ich sehr, sehr cool finde. Wie zum Beispiel, wenn Ryunosuke am Telefon ist und er jedes Mal, wenn er sagt, ja, hallo hier Redaktion von so und so, er sich halt scheinbar sehr oft verspricht und einfach mal anstelle von Weekly Shonen Magazine sagt zum Beispiel Weekly Shonen Jump oder Weekly Shonen Sunday, weil es gibt sehr viele Weekly Shonen Magazine, die so heißen. Das finde ich sehr, sehr cool. Und dann auch die Charaktere. Ich mag halt Ryunosuke, wie schon erwähnt, aber auch eben die Mangaka. Ich muss kurz ihren Namen nochmal raus. Genau. Tsubasa. Ich mag ihre Herangehensweise und allgemein auch, dass sie schon im ersten Mal relativ viel lernen. Ich bin gespannt, in welche Richtung das geht mit diesem Manga. Trotzdem bleibt
meine Sorge ein bisschen vorhanden. Denn, jetzt kommen wir mal leider zum Negativen, es ist halt Seokoji. Dementsprechend, ich rechne leider Gottes zum einen mit unnötigen Beziehungsdrama, was mich abfacken wird. Aber das ist nicht das Einzige. Ich muss sagen, der Artstyle hat für mich gar nicht geklickt. Also halt wirklich gar nicht. Ich finde der... Er sieht nicht schlecht aus, aber es ist in meinen Augen echt kein Artstyle, der lange in Erinnerung bleibt. Also es wäre zum Beispiel jetzt keine Reihe, wo ich sagen würde, ja geil, Mann, von dem, da brauche ich ein Artbook. Es ist, das Ding hier liest halt wirklich eher wegen der Story. Und dann der letzte Kritikpunkt. Weekly Shonen Hitman ist wahrscheinlich axed worden. Denn es wurde jetzt vor kurzem bekannt gegeben, die Reihe endet mit, ich glaube, im 13. Band, was sehr, sehr kurz ist für ein Werk von Seokoji, und die Verkaufszahlen waren wohl auch leider nicht so gut, und es ist, scheint auch das erste Werk von ihm zu sein, was nicht animiert wird. Was mich traurig macht, weil das halt das erste Werk von ihm ist, was mich richtig anspricht. Dementsprechend, ich rechne leider Gottes mit einem etwas enttäuschenden Ende schon jetzt. Was mich halt wirklich traurig macht, da ich den ersten Band eigentlich echt gerne mochte. Und damit kommen wir nämlich jetzt auch direkt zum Fazit, denn ich würde sagen, Weekly Shonen Hitman ist auf jeden Fall ein Blick wert, vor allem für alle Leute, die so Interesse haben an diesem ganzen Manga-Business. Trotzdem muss man sich den Schwächen bewusst sein. Also der Artstyle ist halt okay. Ey, dazu, es wird wahrscheinlich X sein. Und ich bleibe halt vorsichtig wegen Seokoji, aber gut, das ist einfach nur eine Eigenschaft von mir. Und dementsprechend, wenn man weiß, worauf man sich einlässt, ist Weekly Shonen Hitman immer noch super interessant, super spaßig. Aber man hat trotzdem eben ein bisschen Bedenken. Aber ich empfehle diesen Titel trotzdem. Ich mochte ihn wirklich sehr, sehr gern. Und für 7 Euro macht man hier echt nichts falsch. Und als Wertung kriegt das Ding von mir, sagen wir eine 7,5. Ich hätte zuerst 8 gesagt, aber nachdem ich jetzt gehört habe, dass es wahrscheinlich X ist, das dämpft so ein bisschen die Begeisterung für diesen Titel. Leider Gottes. Trotzdem, eine 7,5 ist trotzdem eine wirklich gute Wertung. Und ja, damit sind wir am Ende dieses Videos angekommen. Ich hoffe, euch hat dieser Manga-Ersteindruck gefallen. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Habt ihr euch Weekly Shonen Hitman schon geholt? Wenn ja, wie fandet ihr ihn? Wenn nein, werdet ihr ihn euch noch holen? Wie gesagt, gerne damit in die Kommentare. Ansonsten, wenn ihr mehr von mir sehen wollt, ein Abo kostet Ding zumindest, sollte es kosten, irgendwas gewaltig falsch. Und ja, bleibt mir schon mehr viel zu sagen, außer Dank fürs Zusehen und ciao!